cool, wenn wir uns wiedersehen. Das finde ich super, super schön. Und ihr seid echt mehr so ein Team, als dass ich... If anybody wants to find me, I'll be in the last place you would look. In a place where people used to be, a land that's called reality, you'll find me there. I won't be catching up on Reddit. I won't be watching any news. I'll let the planet spin without me, 'cause everything has been without me. L'Oréal Paris, who are you? Because you're worth it. Seht ihr jetzt im Überblick nochmal die ganzen Produkte, die es bald neu zu kaufen gibt von L'Oréal Paris. Einmal für den Teint, einmal für die Augen. Und hier haben wir jetzt die super sympathische Make-up-Artistin Miriam Jax. Sie hat uns wirklich Step-by-Step gezeigt, wie wir mit den neuen Produkten von L'Oréal Paris arbeiten müssen sozusagen, damit wir frühmorgens nicht stundenlang im Bad stehen, um unser Gesicht zu konturieren. Ich kann euch versichern, dass die neuen Produkte wirklich genial sind. Da hat sich L'Oréal einige Gedanken dazu gemacht und es war sehr, sehr interessant, der Miriam zuzuschauen und einiges zu lernen. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier angekommen. Ich habe es euch ja gezeigt. Uns wurde einiges erklärt. Wir hatten jetzt schon eine ganz, ganz tolle Vorstellung von den neuen Produkten. Wir haben jetzt alle hier eine Station. Wir sollen uns abschminken und mit der neuen Foundation quasi schminken und dann eben, konturieren, also lernen zu konturieren mit den neuen Produkten. Ich bin total gespannt. Wir sollen dann auch vorher-nachher Bilder machen. Also das heißt, ich schmink mich jetzt ab, zeige euch, wie ich ungeschminkt aussehe. Vielleicht blende ich es ein. Und ich zeige euch noch ganz kurz meinen Platz und dann geht's los. So sieht es jetzt hier aus bei mir. Da sind meine Produkte. Spannend, los geht's. So, also mir wurde jetzt von der Miriam die Farbe Nummer 3 gereicht, passend zu meinem Hautton. Ich muss mich jetzt aber erstmal abschminken. Nein! Oh Mann! Das Produkt hier habe ich euch schon in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt, ne? Ja, liebe ich total. Und jetzt werde ich mich mal abschminken. Begeisterung. Nein! Na, da hätte ich heute Morgen aber auch eine halbe Stunde länger im Bett liegen können. So, Freunde der Nacht, so haben wir nicht gewettet. Ihr seht jetzt quasi die kleine Heidi das erste Mal komplett ungeschminkt. Also, ganz schnell Foundation drauf. Ein bisschen auf den Handrücken. Oh, die ist sehr flüssig. Die hat uns ja jetzt gerade alles vorgeführt. Ach so, klar. Und jetzt lege ich mal los mit dem Konturieren. Ich bin mal gespannt. Dadurch, dass ich ja ein sehr schmales Gesicht habe, ist es ein bisschen schwierig. Aber ich werde jetzt gleich beraten. Und da du ein schmales Gesicht hast, ist es nicht so weit. Also quasi bis zum Ende des Auges. Da veränderst du das. Aber guck mal, ich habe jetzt gar nichts drauf. Und man meint, mein Gesicht wäre hier schon konturiert. Siehst du? Deswegen machen wir das auch nicht so quasi, dass es so nach unten verläuft, sondern mehr so ein bisschen, ne? So von hier bis hierhin, so bis zum Ende des Auges. Okay. Also schon noch ein bisschen weiter. Viele machen es ja wirklich. Ich mache es immer hier. Das ist zu tief, dann hängt der Wangenknochen. Das ist ein Mythos. Immer dieses reindrücken und dann so nach unten. Das ist eher für den Fisch.
Danach hatten wir noch einen super interessanten Vortrag von dieser zauberhaften Frau. Und zwar ging es um Trendforschung, die Trendforschungsagentur Kali. Und ich sag euch, also es ist wirklich so interessant zu sehen, wie Trends entstehen, was man daraus machen kann und so weiter. Also mit dem Thema werde ich mich auf jeden Fall noch mehr beschäftigen. Wissen Sie, warum? Aber ich fand das Contouring, quasi also den Workshop, total interessant. Und jetzt ist gerade Aaron da. Oh mein Gott! Da ist er, der Aaron. Oh mein Gott! Ich muss den Fuß ihn anfassen. Oh Gott. Das kostet extra. Habt ihr das gehört? Aaron! Ja, mach mir gleich die Haare, der Aaron. Das Bitte. Weiß ich noch nicht, wer mit den Haaren macht. Das sehen wir gleich. So, also weiß ich mir noch nicht. Bomben-Dress. Ich meine, wer, wenn nicht sie, kann das tragen? Schaut euch diese Figur an. Danke, Nadine. Oh, wir wuseln jetzt hier alle noch rum. Oh mein Gott, gleich geht's auf den roten Teppich. Wir sind aufgeregt. Sind wir aufgeregt? Das geht, ich freue mich sehr aufs Essen nachher. Ah, Nadine freut sich aufs Essen. Okay, bin ich alleine aufgeregt? Seid ihr aufgeregt? Trinken wir uns ein bisschen gut an. Komm, ihr seid auch aufgeregt. Ja, natürlich. Ja. Gleich geht's los. Oh Gott. Ich führe euch noch ein bisschen rum. Ich bin echt aufgeregt. Also ich habe mich jetzt für dieses Kleid hier entschieden. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, hier sind noch alle am Rumwuseln. Und oh mein Gott, wir gehen gleich auf den roten Teppich. Wahrscheinlich fliege ich voll aus dem Auto raus. Und er hat mir geholfen beim Kleid. Den habt ihr ja gestern Abend schon kennengelernt. Schau mal. Hallo. Ich hoffe, du magst dein Kleid. Ich liebe dieses Kleid. Da bin ich sehr froh. Danke für deine Mühe. Sehr, sehr gerne. Einen wunderschönen Abend. Nee, ich fliege aus der Limousine raus mit dem Kleid. Das glaube ich nicht. Okay. Wir machen ein Gruppenbild noch schnell. Juhu. Da sind die ganzen Mädels. Und da ist der Philipp, der Fotograf. Den kennt ihr ja schon. Und da ist jetzt noch meine Steffi. Die kleinen Schaut mal, das ist die Denise. Und die Denise hat mich eingeladen. Herzlichen Dank. Immer gerne, Liebes. Also so toll. Ja, schau mal, was hier los ist.
roten Tempel. Wir sitzen jetzt hier gerade noch in einer Lobby. Lena und den ganzen anderen Mädels. Und hier mit fleißig geblockt. Das war so auch. Nee, Bilder an die Mama geschickt. Ach, Bilder an Mama, okay. Auch schön. Ja, und dann gehen wir in den Film. Und wir freuen uns. Zu guter Letzt durften wir alle noch zusammensitzen. Wir hatten ein wunderbar leckeres Menü von einem Sternekoch. Und ihr wisst alle, dass ich ja Hotelfachfrau gelernt habe. Mein Herz hat höher geschlagen, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Björn Freitag, hier ist er. Das ist eine Ziegenbutter. Da ist er. Und, ich bin begeistert. Das ist ein Quark. Da haben wir so ein bisschen die Bengel vom Another type's gotta have someone. I'm not the type's gotta be in love. I had a lot of people come and go. And plus anyway, I'm used to being solo. But it was good. Guten Morgen, meine Lieben. So, wir frühstücken jetzt noch schnell. Und wisst ihr, warum ich meine Sonnenbrille aufhabe? Weil ich natürlich wenig geschlafen habe. Das möchte ich euch nicht antun. Und es ist unhöflich mit Sonnenbrille, ich weiß das. Aber es tut mir leid. Es ist besser für euch. So, wir frühstücken noch schnell. Es war gestern Abend total schön. Und ja, ich konnte mich jetzt nicht so richtig von euch verabschieden. Das tut mir natürlich total leid. Mal gucken, wie ich das Video zusammenschneide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, hier ist jetzt noch die ganze Runde. Könnt ihr sehen, hier hinten noch die ganzen Mädels, weil heute ist ja Tag 2, also die haben jetzt heute ihren Workshop. Und ja, wie gesagt, wir frühstücken jetzt hier noch lecker. Hier ist meine Steffi-Maus. Steffi! Tschüss! Ja, nicht tschüss, ich rede doch gerade. Ach so, hallo! Ich habe überhaupt nicht mehr zugehört jetzt gerade. Sie hört mir nie zu. Okay, also ich muss mich jetzt auch gleich von meiner Steffi verabschieden, aber wir sehen uns ja in ein paar Tagen schon wieder. Hältst du das aus? Das halte ich auch. Eine Woche habe ich nicht aus. Oh, aber Funja hält es nicht aus. Da ist Funja noch und Aida. Du kommst auch zu uns. So, okay, meine Lieben, also ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, dass das Video nicht allzu lang geworden ist. Es tut mir leid, aber es waren so viele schöne Eindrücke, ne Steffi? Es musste alles rein. Ja. Man konnte leider nichts wegschneiden. Ja. Okay, also hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.